So, hallo meine lieben Plastikfreunde und heute präsentiere ich euch mal das Neueste von Amusing Hobby und heute habe ich mal kein Heavy Metal hier im Programm, heute habe ich mal ein bisschen was Zartes und zwar ein Prototyp, ich erzähle es erstmal, ein von Amusing Hobby in 1:48 den Weserflug P1003-1. In 1:48, 48A002 ist die Artikelnummer, auf dieser Bausatz hört. Wir haben insgesamt enthalten 3 Spritzlinge, 7 Baustufen, 3 Dekel- und Bemalvorschläge aus dem Hause Armor of Mick, so rum. Das Ganze für einen Preis von unter 25 Euro, was sich schon mal gut anhört. Dann würde ich sagen, wir gucken mal rein, was sich hier dafür so verbirgt. Von diesem Konzept, was leider nie in Serienreife gegangen ist, dazu erzähle ich auch nochmal das eine oder andere und fange ganz traditionell mit der Anleitung an. So, da haben wir hier die Anleitung, kann man hier das Deckelbild sehen, nochmal worum es sich handelt, dann in Englisch, Chinesisch und Japanisch. Die Sicherheits- und Bearbeitungsweise, leider kein Deutsch, muss ich euch enttäuschen, ist halt nicht so die Weltsprache. Dann haben wir hier die Piktogramme, die sind zum Glück international und da sollten auch rudimentäre Englischkenntnisse hoffentlich reichen, um zu verstehen, was die Jungs und Mädels da wollten. So, Teilübersicht auf der ersten Seite, die beiden Spritzlinge, der kleine Spritzling hier und dann natürlich die Deckel, der Zusammenbau. Ich erzähle mal ein bisschen was, wenn wir uns hier so durch die Anleitung wälzen. 1938, Anfang des Jahres, ist dieses Konzept erarbeitet worden von der Weserflug Flugzeugbau. Wir haben, das ist ein Kipprotor, ein VTOL, so heißt das heute, sollten die Eigenschaften sein, ist letztendlich an der Komplexität gescheitert, ist nicht in Serie gegangen, aber die Idee war praktisch geboren, das Konzept, deutsche Ingenieurskunst, ich weiß nicht, ob noch wer vorher da war, dazu muss ich eigentlich mal passen. Enthalten war ein Daimler-Benz DB600, dann haben wir hier die 3 Degel- und Bemalvorschläge, wie ich ja schon angedroht habe, nur mit den Farben von Armor of Mick, die haben sich die Arbeit gemacht und diese schönen Bilder dazu gemacht, diese schönen Bemalungshilfen. Daher natürlich auch das Vorrecht dann auf die Bemalung und Farben. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die einzelnen Spritzlinge an. Viele sind es ja nicht, aber die da drinnen sind, die sind schon mal sehr schön, wie ich finde. Gut, da haben wir hier auch schon den größten Spritzling. Da haben wir die beiden Rumpfhälften links und rechts. Dann hier schon mal große Teile der kippbaren Flügel. Kann man hier auch sehr schön sehen an diesen Stiften. Die werden dann nämlich eingeführt, um das Ganze darzustellen. Hier die Verbindung. So, und was man hier auf den großen Aufnahmen nicht sehen kann, wir haben hier nicht nur die Gravuren, sondern wir haben hier auch wunderbar gemachte Nieten rein. Und das finde ich gerade beim Flugzeugbau, gerade bei solchen Flugzeugen, immer immens wichtig, dass man die auch sehen kann. So, ich hoffe nicht, dass das jetzt blendet, dass man sie erkennen kann. Ja, da sollten sie drinne sein. Also das ist schon mal richtig schick gemacht. Das setze ich einfach mal voraus, dass das so dabei ist. Großes Zubehör haben wir sonst nicht. Also irgendwelche Ätzteile, welche Abdeckmasken oder so. Da verlasse ich mich einfach mal auf den Zubehörmarkt. Drehe das Ganze hier einfach mal eben um. So. Hier kann man das schön sehen. Da schließt sich das natürlich an. Und auch hier wieder sehr schön feine Details. Also Hausaufgaben hier gemacht. Wie gesagt, die Aktenlage war relativ spärlich. Wir haben versucht oder versuchen im Amusing Hobby da immer ein bisschen zu helfen. Auch anderen Firmen, wenn da was angefragt wird und irgendwelche Quellen unklar sind. Gerade deutsche Sachen. Nicht jeder Chinese kann das natürlich lesen oder übersetzen. So. So sieht das Ganze von hinten aus. Sauberer Guss, da gibt es nichts zu mäkeln. Also ich habe auf jeden Fall nichts gefunden. Böse Sachen gibt es nicht. Also Gravuren, geschwungen, das ist alles auf dem Stand der Technik. Dann kommen wir zum vorletzten Spritzling, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das sind ja nicht so viele. So, da sind die
Auspuffe, hier kann man sehen, die beiden Luftschrauben, diverse andere kleine Bauteile hier, Cockpit haben wir hier ein bisschen. Das ist auch der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen meckern würde, dass man halt fürs Cockpit halt noch ein paar Armaturen gedruckte hätte beilegen können, ist jetzt so viel Arbeit nicht und macht doch so viel mehr her, als wenn man das halt immer nur so darstellt. So, ich muss einmal nochmal gucken. Die Auspuffe sind leider nicht am Ansatz hohlgegossen. Das muss entweder nachgeholt oder halt so bleiben oder halt aus dem Zubehör. Das ist natürlich auch immer schön, wenn wir dann so ein bisschen, ich sag mal, Tiefe da drin haben. Das Ganze dargestellt ist so, die Luftschrauben wieder gut. Man sieht hier die, wo die angebracht worden sind, wo das Metall ist. So, auch das. So, hier ist das kleine Instrumentenpanel. Wie gesagt, kleine Abziehbilder wären so das Nonplusultra gewesen. So sieht das Ganze von hinten aus. So, und da die Klappen hier offen dargestellt werden, kann das dann auch einsehbar und sichtbar sein. Gut. Dann haben wir, ach nee, das wollen wir noch zeigen hier, das ist ja der Fußboden. Das ist auf jeden Fall mal wichtig zu sehen hier. Genau. So, das haben wir beiseite. Ja, dann haben wir hier ein kleines Cockpit. Das haben wir hier. So, das ist sehr schön klarer Kunststoff, kann man sehr schön sehen. Wir haben die Markierung hier, wo das Metall ist, von den Glasflächen. Markierung, wo das Metall sitzt, natürlich, die das Glas zusammenhält, kann man sehr schön sehen. Wer natürlich, wer es nicht selber machen will, müsste da warten, dass man eine Abdeckmaske hat. Wie gesagt, das wäre natürlich noch so das Bonbonchen, die Kirsche auf dem Eisbecher. Aber wie gesagt, so, dann kommen wir schon zum letzten Teil. Und hier haben wir die Nashibe-Bilder. So, haben wir einen sehr dünnen Trägerfilm. Ihr könnt das hier sehen. Ich versuche das immer mal so zu kippen, dass man den Trägerfilm, dass sich das so ein bisschen unterscheidet, dass sich das so absetzt. Sind sehr klar gedruckt hier die Sachen. Die Hakenkreuze sind geteilt darstellbar, also für uns konform. Was ihr natürlich im heimischen Bastelkeller, Zimmer, wie auch immer macht, das ist natürlich immer euer Gustel. Das bleibt euch überlassen. Wir dürfen sie natürlich so, wie sie sind, nicht zeigen. Das wisst ihr ja. So, dann packe ich mal zusammen, komme zum Schluss. Aber, oh, ich habe, glaube ich, noch eine Überraschung. Achtung. So, tatsächlich ja schon gebaut. Wie kommt das denn? Tja, ist der Modellbaukönig ja wohl immer für eine Überraschung gut. So, Spaß beiseite. Hier hat sich der liebe Thomas die Mühe gemacht, ein Flugzeug zu bauen. Und ich zeige das erstmal dieser Kamera. Also die sind dann voll beweglich. Hier kann man das sehen, die Detaillierung, wie sich das einzelne oder die einzelnen Segmente zusammenfügen. Hier gehen wir nochmal in die Detaillierung. Da zeige ich das nochmal. So, und Thomas hat das wunderbar zusammengekriegt. Und das ist ja genau wie ich ein Schwermetaller. Also das heißt, auch für Flugzeugbauanfänger sollte das machbar sein. So sollte dann dieses Konzept sein, dass man dann praktisch so startet im Flug. Ich zeige das mal hier. Im Flug sollte das dann so gedreht werden. Das sind ja, ist ja das Konzept dieses VTLO und dann sollte es dann so abgehen. So, und bevor ich jetzt hier noch weiterspiele, komme ich jetzt mal zur Schlussbetrachtung. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine kleinen Spielereien oder unsere kleinen Spielereien, die wir hier eingebunden haben. Preis-Leistung ist hier mehr als gegeben für dieses Konzept, was ich sag mal, leider nie in Serie gegangen ist. Wäre auf jeden Fall mal interessant gewesen, wie das dann damit weitergegangen ist, genau wie die Hubschrauberforschung. Auch ein sehr großes Feld eigentlich bei der deutschen Wehrmacht, wurde ja sehr früh sehr viel gemacht. Ist ja nie irgendwas dann groß da in Serie gegangen. Dann bedanke ich mich wieder oder wie immer bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wünsche euch was, alles Gute, macht's gut, euer Christian von Modellbau König.